Der letzte Redner in dieser Debatte, Sven Vollmering für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei einem Wahlkampfgetöse muss man jetzt an dieser Stelle ja erstmal festhalten, dass ein Großteil der MINT-Forderungen, die die Grünen in ihrem Antrag ja auch ansprechen, erstmal deckungsgleich sind mit dem, was unsere Berichterstatterin Sibylle Benning in ihrem Antrag herausgearbeitet hat. Und der möchte ich an dieser Stelle recht herzlich erst einmal danken für Ihr Engagement, gemeinsam auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit der Kollegin Schuh-Antwerpes. Und ich finde es schon ein bisschen bedauerlich, wie in dieser Debatte, insbesondere links auch von den Grünen, die positiven Ergebnisse der PISA-Studie im MINT-Bereich dann doch ein bisschen leichtfertig abgetan worden sind. Sie sprechen in Ihrem Antrag davon, es sei Stagnation auf hohem Niveau und das sei für Sie kein Erfolg. Wenn wir nach dieser Definition vorgehen würden, dann hätte der FC Bayern München in den letzten Jahren überhaupt gar keinen Erfolg gehabt, weil er auf dem Niveau des deutschen Meisters stehen geblieben ist. Und so einfach ist das dann letztendlich doch nicht. Wenn wir hohes Niveau halten, ist das allemal besser, als wenn wir auf einem mittleren Niveau stehen bleiben würden oder wenn wir auf einem niedrigen Niveau stehen würden oder wenn wir insgesamt absacken würden. Und all das ist überhaupt nicht passiert. Wir stehen bei den Naturwissenschaften im OECD-Durchschnitt überdurchschnittlich gut da, wir stehen in Mathe gut da, unsere Leistungsstarken sind über dem OECD-Durchschnitt, unsere Leistungsschwächeren liegen deutlich unter dem OECD-Durchschnitt und das muss an dieser Stelle zur Wahrheit einfach auch mal gesagt werden, damit wir auch nicht hier in Deutschland ständig einen falschen Eindruck auch darstellen. Ich brauche an dieser Stelle nicht auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind in dieser Debatte schon genannt worden, eingehen, auch nicht auf die zahlreichen guten Initiativen. Es findet weiter Ausbau statt. Kollege Jung hat darauf hingewiesen. Für uns als CDU-CSU ist es wichtig, dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir vor dem Hintergrund der Themen Industrie 4.0, Digitalisierung und Fachkräftemangel einfach auch noch einmal auf die enge Kooperation mit der Wirtschaft und mit dem Mittelstand hinweisen, damit wir nämlich eben das Ziel auch erreichen, das Image der MINT-Berufe zu verbessern, damit es uns gelingt, die Abbrecherquoten zu verringern und damit wir eben gute Fachkräfte auch gewinnen. Und dazu müssen wir eben dann auch dazu kommen, dass wir in allen Bereichen der Bildungsketten die entsprechenden Multiplikatoren in ihrer Rolle auch als MINT-Botschafter stärken. Und da finde ich es schon bemerkenswert, wie schlecht in dem grünen Antrag über Lehrer gesprochen wird. Ich zitiere. Zitat: Die meisten naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunden sind wenig kognitiv anregend und werden kaum durch Experimente ergänzt. Und das führen Sie dann als Ursache für die entsprechenden guten Ergebnisse bei der PISA-Studie an. Dann beschimpfen Sie mal wieder den Bund, der ja nur halbherzig mit der qualitätsoffensive Lehrerbildung reagiert habe, was da letztendlich definitiv falsch ist und durch die eindrucksvolle Liste der verschiedenen Initiativen und Programme auch längst widerlegt wird. Und dann machen Sie auch noch wirklich so, dass Sie dann das Haus der kleinen Forscher ja auch positiv erwähnen. Also Sie widersprechen sich schriftlich in Ihrem Antrag selbst. Und ich glaube, das war ein bisschen alles mit heißer Nadel gestrickt, was Sie gemacht haben. Doch, doch. Sie tun so, als ob der MINT-Unterricht in Deutschland flächendeckend doch immer so aussieht wie im Fernsehen beim Telekolleg aus den frühen 80er Jahren. Es gibt aber mittlerweile über die 1.100 MINT-Schulen hinaus viele engagierte Kollegen, die wirklich lebensnahen Unterricht durchführen, die es schaffen, Begeisterung zu wecken, indem sie Projekte wie Jugend forscht dann auch in ihren Unterricht einbauen. Und wenn der Unterricht wirklich so schlecht ist, dann verstehe ich nicht, warum wir diese guten Ergebnisse dann auch erzielt haben. Wir wissen ja auch, dass natürlich nicht alles Gold auch Gold ist, was glänzt, aber deshalb sagen wir ja eben auch, dass wir bei der Studienorientierung was machen wollen, dass wir die Begleitforschung stärken wollen, dass wir letztendlich didaktische Konzepte entwickeln wollen, um das Interesse an den MINT-Fächern gerade auch bei Mädchen und Migranten dauerhaft zu halten und eben dazu kommen, und das ist die entscheidende Frage, wie kriegen wir es letztendlich dann auch hin, schwierige Sachverhalte vielleicht besser und lebensnah zu vermitteln. Und ich habe an dieser Stelle bereits oftmals darauf hingewiesen, wie
rudimentär teilweise die Lehrerausbildung ausgestattet ist und die Fortbildung ausgestattet sind. Wenn ich jetzt höre, dass in Nordrhein-Westfalen über 4.000 Lehrerstellen und Verwaltungsstellen nicht besetzt sind, dann ist das Ergebnis von schlechter Schulpolitik, und da müssten wir auch mal drüber reden. Und zum Schluss, doch, es ist ja, ja dadurch, dass Sie so schreien, zeigt ja, dass ich Sie treffe. Letzter Punkt, im EFI-Jahresgutachten wurde diese Woche festgestellt, dass Deutschland ein Top-Innovationsstandort ist. Ein Top-Innovationsstandort, und wir arbeiten weiter daran, das auszubauen. Über den Digitalpakt haben wir an verschiedensten Stellen hier schon gesprochen in diesem Hohen Hause. Die MINT-Fächer haben dort gute Chancen, dadurch, dass sie, wenn der Unterricht Digitalunterricht ausgeführt wird, dann letztendlich man auch lebensnah handeln kann. Ich fordere halt, dass Bund und Länder schnell diesen Digitalpakt dann auch umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen als letzter Redner dieser Sitzungswoche ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vollmering.